Rundum zufriedene Gesichter hat man am farbenprächtigen und fröhlichen Kinderartikel Flohmarkt auf dem Gemeindeplatz in Grellingen gesehen. Platz schaffen daheim. Ganz wichtig, Platz schaffen sie am Umbauen. Und dann hat sich die Situation sehr gut ergeben für uns. Ich bin zufrieden. Heute war ein guter Bubenbesuch. Somit ideal. Ja, zwei Buben, beide angefressen auf Baumaschinen, Traktor, Autos, Kran. Ja, was so Buben halt meistens toll finden. Wir machen zuerst zum ersten Mal in einer Kinderbörse mit. Also ist für uns wirklich eine Trockenübung. Und wir haben die letzten 6 Jahre, weil sie ist jetzt bald ja, sogar 7, sehr viel gesammelt. Und statt wegwerfen, dann gibt es für viele Sachen ein zweites Leben. Das ist da gut und schön. Und für sie, Kinder, ist das eigentlich finde ich eine super Übung, super Sache. Und sie haben mega Freude, mitzumachen. Ich muss ehrlich sagen, die ersten 2 Stunden ich denke, jetzt fahren wir gerade zu Hause zurück. Es war nie mehr rum. Aber jetzt mittlerweile, ja, nach der 10:30 Uhr, also kommen die Leute und wir haben ja, doch ein bisschen verkauft. Ja. Das ist ein gutes Geschäft. Organisiert worden ist der Anlass von der Arbeitsgruppe Prävention. Ich finde, die machen das sehr gut. Sie engagieren sich sehr schön. Es ist sicher wichtig für Grellingen, dass so Sachen angeboten werden, was ein bisschen Leben gibt. Doch, ich bin zufrieden mit dieser Gruppe. Sie haben es gut. Die Bilanz beim Organisationsteam ist ebenfalls positiv. Tipptopp. Es ist natürlich halt, die meisten kommen wirklich am Morgen früh grad mit den grossen Taschen. Ja, aber es ist wirklich gut gelaufen. Die meisten kommen immer wieder, von dem her denke ich, es ist gut. Und auch, man kennt langsam die, die immer wieder kommen, kaufen können. Sind also vielmal die gleichen. Wir haben immer positive Reaktionen und es ist immer gut besucht, wenn wir etwas machen für die Bevölkerung, hier zu Grellingen. Und doch, wir sind zufrieden. Und so geht es weiter. Der nächste Flohmarkt wird am 10. September sein. Der wird einfach ein bisschen grösser aufgebaut mit noch anderen Märzstangen und noch mehr so Kinderattraktionen. Und vielleicht je nachdem, wenn andere Vereine mitmachen, noch mit so Beizli und so.